Ich zeige jetzt, wie man mit Hilfe der Moodle-Erweiterung digitale Zertifikate erstellt, diese an Moodle-Nutzer verleiht und anschließend in der Blockchain registriert und signiert. Es handelt sich hier, wie gesagt, um eine Erweiterung für das Lernraumsystem Moodle. Und dafür müssen als erstes ein paar Grundeinstellungen vorgenommen werden, wie zum Beispiel die Parameter, die nötig sind, um das System mit den existierenden Blockchain-Knoten zu verknüpfen, wie zum Beispiel eine URL des entsprechenden Knotens oder auch Parameter zu den Smart Contracts auf der Blockchain. Das sieht alles etwas kompliziert aus. Das Schöne daran ist, dass diese Daten alle schon vorausgefüllt sind und man hier keine großen Änderungen bzw. gar keine Änderungen vornehmen muss. Und man kann direkt zu den Einstellungen zur Zertifizierungsstelle weitergehen. Die Zertifizierungsstelle ist wichtig, damit wir eigene Zertifizierer zur Blockchain hinzufügen können, die dann anschließend die Zertifikate in die Blockchain schreiben können. Ich zeige das einmal am Beispiel der Technischen Hochschule Lübeck. Hier sind schon alle Daten eingetragen. Das sind am Ende alles auch Daten, die mit im Zertifikat wieder zu finden sind als Metadaten. Dazu gehören zum Beispiel der Name, eine Beschreibung, ein Bild für die Zertifizierungsstelle, aber auch die Blockchain-Adresse. Diese Blockchain-Adresse erhalten wir zusammen mit einem privaten Schlüssel, wenn wir als Zertifizierungsstelle zur Blockchain hinzugefügt werden. Und das geschieht durch die DigiCerts-Allianz. Es gibt hier noch ein paar weitere Daten, wie die E-Mail-Adresse, eine Internetadresse und auch die Anschrift. Anschließend können einzelne Zertifizierer zur Blockchain hinzugefügt werden. Dazu kann man hier Nutzer auswählen, die sich bereits im Moodle-System befinden, wie zum Beispiel den allseits beliebten Max Mustermann. Und dann fügt man ihn hinzu. Hier wird dann der Private Key, der private Schlüssel der Zertifizierungsstelle benötigt. Und wenn wir das dann getan haben, erhält der Zertifizierer eine E-Mail mit einem Link, wo er sich einen eigenen privaten Schlüssel generieren kann. Und wenn das dann geschehen ist, kann er Zertifikate in die Blockchain schreiben. Natürlich wird dafür das Zertifikat selber benötigt. Das muss auch erst angelegt werden. Und auch hier werden ein paar Daten verwendet, die anschließend auch als Metadaten wieder im finalen Zertifikat zu finden sind, wie zum Beispiel der Name, die Zertifizierungsstelle, die wir bereits angelegt haben, eine Beschreibung und auch ein HTML-Template, damit wir auch eine grafische Repräsentation des Zertifikats erstellen können, damit das Ganze auch schick aussieht. Hier können Platzhalter verwendet werden, wie der Vorname und der Nachname, das Ausstellungsdatum und im Prinzip alle anderen Daten, die wir als Metadaten zur Verfügung haben. Hier kann ein Bild hochgeladen werden, das in unserem Fall als Hintergrundbild verwendet wird. Man kann Kenntnisse angeben, die mit dem Kurs vermittelt wurden, der mit diesem Zertifikat bescheinigt werden soll. Ein Ablaufdatum kann angegeben werden oder ein Ablaufzeitraum, eine Zeitspanne, für die dieses Zertifikat gültig ist, sowie Prüfungsstart, Ende, der Prüfungsort, eine Prüfungsordnung. Jetzt haben wir einmal in die Sichtweise des Teilnehmenden gewechselt und wir sehen auf unserem Dashboard, wir sind in einen Kurs Digitale Zertifikate, MOOC, eingeschrieben. Wenn wir da drauf gehen, dieser Kurs ist natürlich leer, weil das nur ein Beispielkurs ist und wir gehen direkt ins Abschlusskapitel und finden dort in Lektion 4 ein digitales Musterzertifikat. Das wird automatisch ausgestellt, wenn wir uns das ansehen. Allerdings befindet sich dieses Zertifikat nur in diesem Moodle-System und noch nicht in der Blockchain, was auch die Meldung hier oben einmal deutlich macht. Hier sehen wir,
das Zertifikat mit meinem Namen, mit den Kenntnissen, die vorher als Metadaten angegeben wurden. Das Ausstellungsdatum ist auch drin. Und wir können uns auch die Daten in ihrem Rohformat anschauen. Hier ist nochmal die Beschreibung der Zertifizierungsstelle mit Anschrift und so weiter, die Bilder und auch die Daten des Empfängers. Sind auch alle da, das Ausstellungsdatum, das Ablaufdatum. Steht alles hier drin. Ja, jetzt ist das natürlich schön, wir können uns alles angucken, aber viel anfangen können wir damit noch nicht. Deshalb wechseln wir einmal zurück in die Ansicht eines Zertifizierers. Wir gehen in denselben Kurs und schauen mal auf diesem tollen Reiter hier oben mit dem Auszeichnungssymbol und sehen, aha, Auszeichnungszertifikate, hier wurden 8 digitale Zertifikate bereits verliehen. Da gibt es auch eine tolle Übersicht und wir sehen hier einen Max Mustermann, der ein digitales Zertifikat erworben hat. Und dieses befindet sich aber noch nicht in der Blockchain, denn sonst würde sich hier ein kleines Symbol eines Blocks dieser Blockchain befinden. Um dieses Zertifikat zu verleihen, klicke ich auf diesen Knopf und füge meinen privaten Schlüssel ein. Klicke anschließend auf in Blockchain speichern und nun wird dieses Zertifikat in die Blockchain geschrieben. Es dauert einen kleinen Augenblick und dann sollte hier eine Erfolgsmeldung sichtbar sein. Wir sehen hier den Empfänger, wir sehen den Hashwert, der aus allen Metadaten berechnet wurde und anschließend in die Blockchain geschrieben wurde und anhand dessen wir auch anschließend die Echtheit dieses Zertifikats wieder überprüfen können und wir sehen ein Start- und ein Enddatum. Wenn man einmal runterscrollt, sehen wir auch, dass hier nun dieser Block angezeigt wird. Der Zertifikatsempfänger hat nun auch eine E-Mail erhalten und kann nun in seinen Kurs schauen. Wenn man das Ganze jetzt einmal neu lädt, sieht man, aha, wir können hier das Ganze als PDF herunterladen. Speichern. Dieses PDF enthält eingebettet eine Datei mit unseren Metadaten. Wenn ich jetzt einmal dieses PDF anschaue, kann ich das direkt auf der Überprüfungsseite für unsere Zertifikate in dieses Drag-and-Drop-Feld hineinziehen. Und es werden die Metadaten aus dem Zertifikat, aus dem PDF extrahiert. Es wird ein Hash generiert. Der Hash wird überprüft. Es wird anschließend die Gültigkeit überprüft. Und wir sehen, aha, das Zertifikat ist gültig vom 17.04.2020 bis zum 16.04.2021. Es wurde ausgestellt von der Technischen Hochschule Lübeck. Und wir sehen auch nochmal, wie es aussehen soll. Und man kann es so nochmal mit dem ausgedruckten PDF zum Beispiel vergleichen. Und gucken, ob es tatsächlich alles korrekt ist.